mal jubeln. Zunächst den parlamentarischen Staatssekretär Ina Pferdemann, den Landtagsabgeordneten Bürgermeister Uwe Samtja, den Landrat KUE Bielefeld, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Erika Fischer, begrüße den Generalkonsul Dr. Axel Schulz-Petzold, die Damen und Herren des Rates, Kreistages, der Orts- und Gemeinderäte, der Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, die Vertreterinnen und Vertreter zahlreich erschienener Verbände, Vereine und Institutionen, der Behörden, Dienststellen, den Repräsentanten der inneren und äußeren Sicherheit und des Katastrophenschutzes. Ich begrüße auch ganz besonders die Familie Meta, die jetzt also wieder zunächst ihre Heimat hier in Cuxhaven bzw. Otterndorf gefunden haben. Der Dank richtet sich an die Lehrerband der Musikschule und die Gesangsdarbietung von Ulrike Stauffenbiel und Britta Kreiser und Leiter unserem Flügel. Vielen Dank für die musikalische. Ich muss mal sagen, eine Zahl so auf der Zunge zergehen lassen, 300 Millionen Schulden hat keiner gerne. Aber die Zinsen dafür zu zahlen, das macht natürlich noch keiner. Wenn wir jetzt bei dem niedrigen Zinsniveau 6,5 bis 7 Millionen Euro jährlich an Zinsen zahlen, dann ist das ein Einsparpotenzial, wo mir zum Beispiel so ad hoc nichts einfallen würde, wo ich in der Stadt selber innerhalb von kürzerer Zeit 7 Millionen einsparen könnte. Also wir müssen in diese Entschuldungshilfe rein. Und ich kann auch nur an die Politik appellieren, eben insgesamt an dieser Stelle eben auch weiterzumachen. Noch eine Zahl, weil es natürlich immer heißt, ja, wie ist das mit den Personalkosten, können die nicht wegmachen. Ich kann Ihnen sagen, die Stadt wird weiter den eingeschlagenen Weg fortsetzen, aber wir haben bei dem gesamten Aufwandsblock machen die unsere Personalkosten 19,7% aus. Das ist nicht besonders viel, wenn man das als Dienstleister einer Stadt eben einfach sieht, aber wir werden da weitermachen müssen. Mein Vorschlag wird sein, dass wir also für 2015/16 dann also einen Doppelhaushalt vorlegen, wo ich ein entsprechendes Einsparpotenzial von rund 3 bis 4 Millionen noch vorlegen werde. Und dass das natürlich alles nicht ganz angenehm ist, das müssen Sie mir abnehmen, auch wenn das vielleicht ein bisschen emotionslos oder so rüberkommt. Aber es ist nicht so.